Wir schreiben den 2. Dezember 2023. Der Tag ist ruhig, die Weihnachtszeit fängt an und es besteht die Hoffnung auf immerhin ein bisschen Schnee. Doch mit was viele nicht rechneten, war das Bild, das sich ihnen am nächsten Tag bot. Schnee. Sehr viel Schnee. Wie sich herausstellte, schneite es so unfassbar viel in Bayernzügen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel teilweise eingestellt werden mussten, was die Tage danach teilweise auch noch so blieb. Schnell war die Rede von einem Schneechaos, wie es Bayern lange nicht mehr gesehen hatte. Demnach war man natürlich auch nicht unbedingt gut vorbereitet, sodass teilweise Hilfsmaschinen aus anderen Städten anreisen mussten, um mit anzupacken. Während also in der Millionenstadt München Chaos und Panik auftrat, fand man sich ca. 30 Kilometer weiter beim Dampfbahnclub Assling vor ähnlichen Problemen. Denn an diesem Tag, dem 3. Dezember 2023, sollte zusammen mit dem Weihnachtsmarkt ein gemeinsamer Fahrtag stattfinden. Dieser Fahrtag ist ein echtes Highlight in der Saison, da alles schön geschmückt ist und bis in die Dunkelheit gefahren wird. So zumindest der Plan. Problem war, wir hatten ähnlich wie bei der echten Bahn keine Schneeräumer. Und auf Krampf alles per Hand zu räumen, um dann auf nassen Schienen herumzurutschen, war wirklich nicht sinnvoll. Hätte man am Vormittag bereits die Schienen freigeräumt, hätte die Sonne diese etwas trocknen können, sodass auch Fahren besser möglich gewesen wäre. Letzten Endes musste man sich dann leider dafür entscheiden, den Fahrbetrieb abzusagen. Zum Glück gab es trotzdem ein gastronomisches Angebot vom Verein, sodass man sich bei einer Tasse Glühwein diesen schönen und seltenen Bildern live und in Farbe widmen konnte. Doch wir konnten das nicht so auf uns sitzen lassen. Außerdem wollten wir diese absolut geniale Witterung für schöne Fotos und Videos nicht einfach so dalassen. So war unsere Mission für das nächste Wochenende klar. Wir wollen die Strecke räumen, um am Tag darauf mit Dampf und E-Loks zu fahren, um schöne Bilder zu machen. Also ab nach Assling. Unsere Strategie war simpel. Ein Wagen, jemand hockt sich drauf und hält eine Schneeschaufel vor sich. Eine Lok schiebt von hinten und schon sollte der Schnee geräumt sein. So die Vorstellung zumindest. Doch bevor wir dies ausprobieren konnten, mussten wir noch ein kleines Stück von Hand räumen, um die Lok, welche in der Werkstatt stand, zu den Wagen, welche im Lokschuppen waren, fahren zu können. Nachdem wir also die Strecke und die Drehscheibe funktionsfähig gemacht hatten, ging es los, den Zug vorzubereiten. Als der Zug nun endlich vorbereitet war, konnten wir endlich loslegen und schauen, ob unser Plan funktioniert hat.
schauen wir mal. Andere Richtung. Ja, Schwung nehmen. Ja. Stopp, stopp, stopp! Wie geil! Zurück! Der erste Versuch war ja schon mal recht erfolgreich. Relativ schnell wurde uns allerdings klar, dass bei der aktuellen Methode ein grundlegendes Problem vorlag. Die Schneeschaufel kam zu schnell aus der Spur und haut somit direkt ab. Gerade in den Kurven macht das ein Problem, weshalb ich relativ schnell die Hoffnung verlor. Ich glaube, es macht mehr Sinn, von Hand zu räumen. Es geht auch schneller. Ja. Und so räumten wir die Kurven von Hand und versuchten unser Glück erneut bei der nächsten Gerade. Und so taten wir es weiterhin. Die Kurven per Hand und die Geraden per Fahrt. Da es aber leider schnell dunkel wurde, schafften wir nur, den Außenring zu räumen und mussten dies aus zeitlichen Gründen ab einem gewissen Punkt auch nur per Hand tun. Doch gerade als wir eine Testrunde auf dem kleinen Abschnitt drehen wollten, standen wir vor dem nächsten Problem. Vereiste Weichen. Stopp! Wir sind ein bisschen von der Spur geraten. Und wie ging das? Wahrscheinlich, weil vorne zu wenig Gewicht drauf war. Aber du sitzt doch in der Mitte, da muss doch gut drauf sein. Eigentlich ja, aber die Weiche hat sich irgendwie verstellt. Wir brauchten mehrere Versuche, um die Weiche vollständig funktionsfähig zu bekommen. Die Weiche ist nicht komplett enteist. Doch es zahlte sich aus und wir bekamen die ersten schönen Bilder an diesem Abend. Doch schon bei der nächsten Runde war die Weiche wieder in falscher Stellung und wir beschlossen, es für diesen Tag gut sein zu lassen. Wir packten also unsere Sachen und fuhren nach Hause. Für den nächsten Tag wollten wir doch etwas Neues und Besseres zum Räumen haben. Die erste Prototypversion vom Schneepflug sollte noch am selben Abend entstehen.